Was soll das denn jetzt? Also Leute gibt's. Ha, während der Show was essen. Psst, es geht doch gleich weiter, Mensch. Also ich fand ja bis jetzt den Piraten am besten. Der war so lustig. Und der sah verdammt gut aus. Oh, ich glaube, es geht weiter. Das muss wohl die neue Puppe sein. Ich bin schon ganz gespannt. Ich mache einfach mal auf. Da hört wohl schon jemand mit. Huch. Aber Moment mal, das ist ja nur der Kopf. Da muss doch noch ein riesiges großes Paket sein für den Körper. Ist hier noch ein größeres Paket? Nee. Das stimmt was mit der Stimme nicht. Vielleicht gucke ich doch lieber mal in die Gebrauchsanweisung. Ja, man muss erst die Stimme einstellen. Okay. Exakt. Ursula. Chaka, sehr, sehr dünnes Eis. Sehr, sehr dünnes Eis. Im Dienste der Wissenschaft. Alles in Ordnung? Ich bin Achim. Achim Stironczyk. Von der Stedition Achim Stironczyk. Oh, was hab ich denn für eine Stimme? Bin ich im Stimmbruch? Oder war keine andere mehr frei? Ich bin jedenfalls Achim Stironczyk. Und Spironzig mit G oder mit K? Mit A. Und sagen Sie mal, hier steht, ich bin irritiert, aber hier steht, Sie sind ein Känguru? Ja. Ich finde, Sie sehen ein bisschen aus wie ein Hase. Wegen der Zähne? Nee, wegen der Ohren. Ich finde, Sie sehen aus wie ein Lama. Wegen der Ohren. Nee, wegen der Zähne. Und sage ich mal, wo ist jetzt nochmal mein Körper? Also, das ist, glaube ich, mein Fehler. Ich habe bei der Online-Bestellung auf Teillieferung geklickt. Ihr Körper wurde beim Nachbarn abgegeben. Das wäre mit Stedition Achim Stironczyk nicht passiert. Wieso? Wir machen keine Fehler. Ja, Moment mal. Da steht ja hier, das wurde von der Spedition Spironczyk geliefert. Oh, da haben wir wohl einen Fehler gemacht. Dafür habe ich Ihre Post dabei. Meine Post? Aber Sie haben nicht reingeguckt. Und ist was Wichtiges dabei? Man möchte Ihnen eine Krone verleihen. Was? Mir? Die Queen? Nee, Ihr Zahnarzt. Und ein Foto von Ihnen ist angekommen. Was? Wer schickt mir denn ein Foto? Ist auch ganz schön teuer. 120 Euro soll es kosten. 120 Euro? Wo wurde das denn aufgenommen? Ganz in der Nähe hier in Kempten auf der B12 Richtung Ischni. Überprüfen Sie Ihre Lieferung nach Erhalt auf eventuelle Mängel. Okay, bewegen Sie bitte nochmal die Augenbrauen. Ja, jetzt mal in Wellenbewegung. In was?
in Wellenbewegung. So, jetzt bewegen Sie bitte noch mal die Ohren. Oh, Stereo AD. Danke, sind Sie Ohrtopäde? Der war gut, den lassen da drin. So, Ihr Qualitätskänguru kann nicht nur den Mund bewegen, sondern sogar einen Kussmund bilden. Ich kann was? Sie können ein... Achim? Nicht Achim, Achim! Achim! Na also. Hier steht, Sie können einen Kussmund bilden. Ich wusste gar nicht, dass ich so gebildet bin. Ich versuch's mal. Nee, ich glaube, wenn. Gucken Sie. Hallo? Herr Spironsik? Achim! Ich glaube, das ist anders gemeint. Ich mach's ihm mal vor. Machen Sie mich gerade an? Ich bin nicht diese Art von Känguru. So, jetzt winken Sie bitte noch mal mit der linken Hand. Also, das geht ja gar nicht. Mach ich aber gerade. Rufen Sie doch nach der Nachbarn an, ob ich gerade winke. So, und jetzt verfolgen Sie bitte mal mit den Augen meinen Finger. Sie müssen schon den richtigen Hebel benutzen. Dass dann die Augenbrauen. Soll ich die Socke holen? Die ist einfacher in der Bedienung. Erst den Finger bewegen, dann die Augen. Dass ich Ihnen das erklären muss. Alles andere wirkt irgendwie unrealistisch. Na toll, jetzt haben Sie es ganz kaputt gemacht. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ich hatte auch mal Kontaktlinsen. Irgendwas ist anders. Sie sehen auch viel dünner aus. Was ist denn los? Ich hatte ein Auge auf Sie geworfen. Wenn das hier vorbei ist, sollten wir uns noch unter drei Augen unterhalten. Wissen Sie, sowas kann ganz schön ins Auge gehen. Mit den zweiten sieht man besser. Enze Gutze, alte Gutze. We'll be right back.